Hallo, liebe Freunde des Bastelkellers. Wie ihr vielleicht in den vorherigen Videos gesehen habt, haben wir ja einen alten Beamer auseinandergenommen und die Optik unter anderem auch extrahiert. Und ich hatte ja in dem Video damals gesagt, dass man damit vielleicht ein Mikroskop bauen kann. Und wie der Zufall es will, haben wir natürlich hier auch eine alte Webcam aufgetrieben und mal vom Gehäuse befreit. Natürlich ist da die Auflösung nicht so gut, wenn es eine alte Webcam ist, aber das ist jetzt erstmal ein Proof of Concept und wenn es funktioniert, können wir immer noch eine HD-Cam einbauen. So, jetzt waren ja diese Linsen in dieser, also da zum Beispiel die Fresnel-Linse, die war in so einer Kartenform. Die habe ich mir hier nachempfunden und habe den Mittelpunkt der Linse auch, also das täuscht jetzt ein bisschen, aber habe diesen Mittelpunkt dann ausgebohrt, um die Webcam dort Platz finden zu lassen. So, das passt hier auch sehr gut rein. Ja, da könnte man vielleicht noch ein bisschen wegfallen. Das mache ich gerade. War nicht so viel. Das dürfte so ein bisschen schon reichen, damit das Planar da auf. Das ist immer noch nicht ganz. Ja, das mache ich gleich mal. Denn es wird jetzt erstmal hier zusammengebaut. So, dann kommt von hinten die Webcam dran und ich werde hier noch diese Löcher zukleben mit einer schwarzen Folie, um dann weniger Streulicht von der Seite reinzubekommen. Und dann seht ihr das Ergebnis. Da geht es auch schon weiter. Ich habe jetzt, wie gesagt, alles zugeklebt. Es sieht von innen auch sehr dunkel aus. Also von außen nach innen gesehen. Ich weiß nicht, ob man das an Kamera sieht. Doch, sieht ziemlich dunkel aus. Und man sieht den Sensor, wenn man mit dem Auge reinschaut. Ja gut, jetzt muss man dazu sagen, das Ding hat eine sehr große Distanz, auf der es scharf stellen kann. Noch was zur Optik, 123 mm mit einem Öffnungsverhältnis von 1 zu 2,8. So, ich montiere das mal hier dran. Haben wir so eine Adaption gemacht für einen gewöhnlichen Kamerahalter, also auf ein gewöhnliches Kamerastativ. Ja, und dann kann man im PC auch schon die ersten Bilder erkennen. Hier sehen wir die Platine von dem Beamer. Natürlich alles ein bisschen wackelig. Ja, und wenn man die Beleuchtung richtig erwischt, kommt man sogar die Typennummer, also den Chip-Aufdruck von diesem Transistor hin. Da sieht man beispielsweise den Kondensator. Ja, eben hat man es besser gesehen. Da müsste man es eigentlich noch mal ein bisschen hochstellen. Also ich glaube, ich verliere den jetzt, aber ja, wie zu erwarten. Ja gut. Aber ihr seht, vom Prinzip her funktioniert's. Jetzt haben wir hier eine Diode oder etwas ähnliches. Nee, das ist ein Widerstand. Gut, vielleicht noch etwas, das wir alle kennen. Ein Euroschein. Ein 10-Euro-Schein. Da unten haben wir ein Sicherheitsmerkmal. Den Euro-Euro-Euro-Druck. Wenn man jetzt nachschaut, wie groß es ist, kann man sich die Leistung des Mikroskops veranschaulichen. Aber ich denke mal, qualitativ haben wir jetzt schon mal gezeigt, dass sowas ganz gut möglich ist.
Gut, bleibt nur noch das Ding irgendwo fest zu montieren, damit es nicht so wackelt. Und dann kann man auch Platinen checken, ob sie richtig entwickelt wurden oder geätzt wurden, etc. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet immer mal wieder rein, was es Neues gibt und bis bald. Wir haben nämlich hier Bärlappsporen. So, ich mache hier mal ein bisschen von diesen Bärlappsporen drauf. Es gibt dann irgendwelche Frequenzen, die Bärlappsporen aussehen lassen, als wäre es eine Flüssigkeit. Yeah! Und da sind wir aus der Resonanz raus. Stop.